Wir sind nun in der ersten Klasse angekommen. Aber das bedeutet auch, dass die Kämpfe um einige schwieriger wären. Aber das ist auch gut so. Wir wollen schwierige Kämpfe haben. Und darum geht es in diesem Part hier weiter. Aber vorher wollen wir noch woanders hingehen. Denn wir haben eine E-Mail erhalten von einem sogenannten X. Ja, ihr habt richtig gehört, ein X. Also halt nur so ein Name halt. Wer da wirklich dahinter steckt, keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen wir an die Bar gehen. Das heißt, das werden wir auch jetzt mal gleich machen. So, dann los geht's. Ich hoffe mal, ich gehe in die richtige Richtung. Hier ist die zweite Klasse und da geht's raus. In der zweiten Klasse waren wir ja vorher, aber da sind wir jetzt weg. Weg vom Fenster. Gut, wir sollen in die Bar. Ich bin mal sehr gespannt, wen wir jetzt da erwarten, beziehungsweise was wir überhaupt machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Einfach mal abwarten und Tee trinken. Moment, wir können auch mit Yoshi jetzt hier hochsteigen und... Nein, kann man nicht. Oh, schade. Ja, wir können auf jeden Fall schneller laufen, aber ich dachte, man kann dann mit ihm auch höher springen. Leider nicht. So, das ist hier die Bar. Bist du das? Wer von den Vieren ist es? Nee. Du bist es nicht? Du scheinst es zu sein. Oh, hallo Bomber. Ich habe dich erwartet. Weißt du, gerade eben lag dieses Ding mit deinem Brief vor meiner Bar. Dieser Brief stand, ich solle dir es überreichen, wenn du kommst. Bitteschön. Wow! Ein Superhammer! Hallo, ich bin's. Titania. Schön, dich mal wieder zu sehen. Du hast einen Superhammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit dem Hammer noch effektiver angreifen. Außerdem kannst du den Hammer jetzt auch anders benutzen. Üben wir es doch gleich mal. Es ist etwas schwierig, aber du wirst schon es meistern. Wenn du B gedrückt hältst und dann Dings drehst, verdreht sich dein Körper. Lässt du B los, führst du einen Wirbelschlag aus. Es ist wichtig, dass du so lange drehst, bevor du B loslässt. Oh, das könnte ein bisschen schwierig werden. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist gar nicht... Doch, es ist möglich, ein Glück. Mit der Tastatur, aber es ist sehr, sehr schwierig. Super, du hast das toll gemacht. Möchtest du das nochmal machen? Bin perfekt. Sehr gut, du beherrschst den Wirbelschlag jetzt also perfekt. Aha! Mit dem Wirbelschlag kannst du auch diese großen Blöcke zerstören. Wunderbar. Natürlich kannst du den Wirbelschlag auch im Kampf benutzen. Also dann, bis bald. Viel Glück bei deinen Abenteuern. Aha, das klingt alles richtig super. Das sieht ja aus wie das neueste Hammermodell. Einfaches Prachtstück. Schau dir nur diesen eleganten Griff an. Man sagt, dieser Hammer sucht sich seinen Besitzer selbst aus. Bestimmt ein Geschenk von einem begeisterten Fan. Aber warum hat er es nur in der Bar abgegeben? Wenn es wirklich ein Fan von dir ist, hätte er ihn dir doch direkt geben können. Bomber, schon wieder eine Mail. Zerstöre den Block in der Garderobe der zweiten Liga. Der Garderobe der zweiten Liga? Den Block zerstören? Was es da wohl gibt? Interessant. Ja, dann gehen wir mal zur zweiten Liga. Aber hier gibt es doch, glaube auch einen Block, richtig? Hier ganz links war doch einer. Oder nicht? Bin ich jetzt total bekloppt? Nee? Okay, dann verwechsel ich das jetzt wirklich mit der zweiten Liga. Okay. Ich dachte, hier wäre auch einer gewesen. So, dann gehen wir jetzt zur zweiten Liga. Wir da noch rein dürfen? Als wir da lang gegangen sind, ist der Typ da nicht weggegangen. Ha. Auf. Es hängt jetzt auch ein Plakat von uns. Sehr, sehr gut. Gut. Dann auf zur zweiten Liga. Kann ich hier rein? Hallo Bomber. Gerade habe ich die Nachricht erhalten, dass du in der zweiten Liga bist. In der ersten Liga bist. Bitte geh durch. Oh, die Armen. Baba, was machst du denn hier? Wir sind immer bereit für eine Rauferei. Auch außerhalb des Rings. Die Armen. Okay. War hier. Ja, doch. Stimmt, ich erinnere mich. In der ersten Liga ist ja da die Toilette. So, B gedrückt halten. B gedrückt halten. Aufladen, 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 aufladen. Gut. Dann geht's hier durch. Da oben ist ein Schriftstück. Yoshi, ich brauche dich mal. Falscher Knopf.
die Papiere erhalten. Papiere mit Notizen, die scheinen sehr wichtig zu sein. Das ist ein Bericht über Sternjuwel. Irgendjemand hat es wissenschaftlich untersucht. Da ist so ein Foto. Aber wer hat das hier? Verdächtig, sehr verdächtig. Ich auch. Hey, ihr da, was habt ihr denn da zu suchen? Das ist die Garderobe der zweiten Liga. Kämpfer der ersten Liga ist der Zutritt verboten. Außerdem habt ihr den Block an der Wand zerstört. Was hat das zu bedeuten? Was du da gefunden hast, das werde ich an mich nehmen. Hä? Hat die damit was zu tun? Höhle Ziege, dieser Bericht hätte uns bestimmt weitergeholfen. Zumindest ist jetzt klar, dass das Sternjuwel wirklich hier in der Arena ist. Die hat da irgendwie was mit zu tun, aber von wem kriegen wir denn die Nacht? Von ihr? Kann doch nicht sein, weil sonst hätte sie uns nicht aufgetragen, dass wir rein sollen. Hä? Ich bin sehr verwirrt. Merkt man vielleicht. Aber okay. Nun, auf geht's zum nächsten Kampf. So, Kampf. Wir wollen ja noch weiterkommen. Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also, dein neuer Gegner, dein nächster Gegner ist auf Rang 7. Du kämpfst gegen die Schattengang. Im vorigen Kampf solltest du deinen Partner nicht wechseln. Vertraue dem Partner, für den du dich anfänglich entschieden hast. Etwas beängstigend, oder? Zeig mir einen guten Kampf. Wenn ich nur wüsste, der sieht nach Schatten aus. Eins steht fest, ich nehme Gumbrina nach vorne, aus dem vollen Grund, ich brauche halt den Scanner. Dann müssen wir aber auch mit Gumbrina weiterkämpfen. Das schaffen wir schon, hoffe ich. Bin mal sehr gespannt, was das letztendlich für Typen sind. Ah ne, das sind blaue Koopas. Ja, umso besser. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und die Unaufhaltsamen, die Schattengang. Also los Mario, das schaffen wir. Bomber, wir machen dich fertig. Let's fight. Die werden wahrscheinlich sehr, sehr stark sein. Sind natürlich noch nicht gescannt. Das machen wir auch mal gleich. So, Scanner. Erstmal den hier unten. Das ist ein Schatten-Cooper. Er gehört zur Familie der Coopers. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Anders als ein normaler Cooper greift er auch an, wenn du ihn umkippst. Dann wird er sogar noch stärker und verwendet besonders fiese Attacken. Das ist also wirklich ein finsterer Typ. Besiege ihn lieber schnell. Okay. Oh, anderes Symbol beim Hammer. Okay, gut, gut, gut. Werbeschlag. Okay, cool. Dann was machen wir? Was machen wir? Wir machen eine Show-Einlage, weil ich möchte den noch nicht umdrehen. Wir müssen ja den anderen dann noch scannen. Sind auch ein paar Bubus im Publikum. Muss ich ja natürlich erstmal ein bisschen was einstecken, aber das haben wir hinbekommen. Und dann noch den anderen scannen. Schattenpaarer. Das ist ein Schattenpaarer. Schattenpaarer sind geflügelte Schattenkoopers. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ohne Flügel sind sie normale Schattenkoopers. Ihre Angriffskraft steigt, wenn du sie umkippst. Und sie haben eine Technik, mit der sie dich und deinen Partner zusammen angreifen. Am besten, du besiegst sie schnell, wenn sie auf dem Rücken liegen. Gut. Machen wir nochmal eine Show-Einlage und ab der nächsten Runde werden wir angreifen. Gut abgewehrt alles. Wunderbar. Dann werde ich jetzt mal Mario nach vorne holen. Und erstmal normaler Sprung. Ein Schrumpfer? Ja, mal ein Schrumpfer. So. Jetzt ist eine geringere Angriffskraft. Und Multikopfnuss? Eine normale Kopfnuss. Ein KP bleibt übrig. Wow, immer noch hier. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Wisst ihr was? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich möchte eigentlich beide gleichzeitig besiegen. Multisprung? Multisprung.
Multisprung. Da. Oder. Nee, hey, Combrina kann ich nicht nach vorne nehmen. Normaler Sprung erstmal. Tschüss. Und mit ihr eine einfache Kopfnuss. Damit ihr erstmal auf dem Boden ist. Mehr aber auch nicht. Abgewehrt. Abgewehrt. Sehr, sehr gut. Okay. Dann werden wir jetzt einen Sprung machen. Bleiben noch 4 KP übrig. Da kann jetzt Grumbrina sich drum kümmern. Kopflos. Nein! Ich hab das Timing verhauen! Scheiße! Grumbrina ist tot. Scheiße. Ich brauche einen Pilz. Oh, das kriegt dann neben mein Glück, dieser Stein. Habe ich nicht mitbekommen, dass da ein Stein ist. Shit, was machen wir? Oh, der ist aufgestanden, ein Glück. Das hätte jetzt mal ein Untergang werden können. Okay. Dann. Den einen erstmal besiegen. Dann sehen wir weiter. Shit. Ich brauche die Sternattacke, Sternfit. Vielleicht wird Combrina dadurch wiederbelebt, das wäre sehr, sehr schön. HP für Mario. Wo bleiben die Giftpilze? Die kommen bestimmt gleich. Nein, 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 ich brauche... Ich kann für Combrina gar nicht KP auffüllen. 11 KP, das ist schon mal sehr, sehr gut. Komm, Mario, das schaffst du alleine. Dann... Schrumpfer? In der nächsten Runde werde ich eine Stampfattacke einsetzen. Vier Schaden, sehr, sehr gut. Stampfattacke. Dann haben wir es geschafft. Ah, Mann, oh Mann. Wenn das jetzt schon so hart war, oh, das wird noch sehr, sehr schwierig, die nächsten Parts. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. So geht das. Bomba? Nein, nein, nicht die. Ey, was soll denn das denn? Die Stahlbrüder platzen einfach hier rein? Du hast uns damals ganz schön fertig gemacht. Das zahlen wir dir heim. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also es geht los. Nein! Das ist jetzt eine Scheiße. Taktik austauschen. Ja, brauche ich. Sag Mats. Muss jetzt nur ein bisschen hier überleben. Das kriege ich doch hoffentlich hin. Oh, das hat mir gerade so einen Schreck eingejagt. Aber alles unter Kontrolle. Ich musste jetzt sowieso meinen Partner tauschen. Das ging gar nicht anders bei denen. Ah, schon wieder verloren. Ja, das ist unser Bomba Luigi, wie wir ihn kennen und lieben. Ein grandioser Sieg über die Stahlbrüder in einem Kampf ohne Regeln. Du bist unschlagbar, Bomba. Und wir erwarten mit Spannung deinen nächsten Kampf. Und damit endet unsere heutige Vorstellung. Also, bis bald in der Arena. Das, die hätten jetzt nochmal richtig Probleme machen können. Bitte, deine Gage. 12 Münzen. Mario steigt auf Rang 7. Lass dich jetzt allein. Also, man sieht sich. Ja, wieder eine E-Mail? Ja. Hey Bomba, schon wieder eine Mail. Ernsthaft wird es spannend. Wenn du weiter herumschnüffelst, bist du erledigt. Oh Mann, eine Drohung. Schätze, das ist diesmal aber nicht von X. Nur, wer hat sie uns dann geschickt? Sehr, sehr mysteriös. Erstmal schlafen gehen. Schlafen gehen, sag ich? Ja.
Dann werden wir auch im nächsten Part dann hier weitermachen. Diesen Part leider nur einen Kampf geschafft. Ach du heilige Scheiße. Aber okay. Gut, wir können ja schon mal zu Gumbrina wechseln. Obwohl, ein Kampf schaffen wir noch. Also, los geht's. So, also dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 6. Du kämpfst gegen das Fuzzy-Trio. Vor einem Kampf solltest du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Ich bin danach mit meiner Freundin verabredet. Also, bitte, bisschen Rücksicht. Fuzzys, gegen Fuzzys haben wir schon mal gekämpft. Also kann ich mit ruhigem Gewissen Kupio nach vorne tun. Also, halt. Nach vorne tun ist in Pokémon-Sinne gesagt. Aber rufen. So. Ich möchte loskämpfen. Oh nein, neue Fuzzys, ich brauche Gumbrina. Ah, nee. Die Gegner im vollen Kampf sind der Krallweilklempner Bomber Luigi und das unersättlichen Sauert Fuzzy Trio. Das schaffen wir. Let's fight. Okay. Ich werde gleich mit Mario wechseln. Also zu Gumbrina wechseln, dass sie schon mal in einen von zwei Fuzzys da scannen kann. Ich denke mal, ab sofort werde ich immer Gumbrina gleich als erstes draußen haben. Das ist ein Waldfuzzy. Waldfuzzys finden sich meistens, im Wald. Maximal KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wie normale Fuzzys saugen sie deine KP, um sich selbst zu regenerieren. Ah, dieses Saugen fühlt sich ziemlich eklig an. Oder wird das vielleicht besser, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat? Waldfuzzys können sich auch teilen, so erhöht sich die Zahl deiner Gegner. Du solltest sie also lieber schnell besiegen. Ah, Mist. Ja, hat eh volle KP. Ah, hat schon 3 Schaden. Und der hier? Oh, Blütenpunkte! Okay, interessant. So, den ersten, den werde ich ganz leicht besiegen. Den zweiten kann ich mit einer Jump-Attacke besiegen. Wir müssen daran denken, das ist jetzt die zweite Runde. Dritte Runde, dann den zweiten besiegen. Okay, erstmal hier. Nein, das war der falsche. Scheiße. Och Mann. Jetzt teilt er sich. Ist das euer Ernst? Toll, scheiße. Dann Gumbrina. Das mit dem letzten, dass ich alle drei gleich besiegen kann. Die dritte Runde. Das ist ein Wiesenfuzzy. Wiesenfuzzys haben eine recht hübsche Färbung. Maximal KP 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wiesenfuzzys saugen im Kampf unsere BP ab. Also pass auf, wenn unser BP-Wert niedrig ist. Wenn sie genug BP haben, verwenden Wiesenfuzzys magische Attacken. Wir sollten sie also vorher besiegen. Ah, das ist es. Die BP-Blütenpunkte machen die Wiesenfuzzys so hübsch. Ist doch klar. Hihihi. Erdbeben. Ich muss aufs Ganze gehen. Macht nur 2 Schaden? Shit. Shit, shit, shit. Und die heilen sich. Ich glaube mal, dieses Mal werden wir es nicht schaffen. Ah, Mann. Dieses Abwehren ist aber auch sehr, sehr schwierig. Jetzt haben die wieder volle KP. Außer der Wiesenfuzzy. Ah, was kann man da ganz schnell machen? Kupio, wir brauchen Kupio. Das ist jetzt, glaube ich, die vierte Runde. Oder Josh? Nee. Oder Irona? Nee. Kupio. Powerpanzer. Wir haben noch. Und das ist unsere letzte BP-Attacke, die wir einsetzen können. Mann! Mann! Das wird leider dieses Mal nichts. Wenigstens können wir ja noch einmal eine BP-Attacke einsetzen. Jetzt teilt er sich schon wieder. Oder nein, wir schaffen das. Powerpanzer, wir haben noch genügend BP für Powerpanzer. So, einer überlebt. Den werde ich jetzt besiegen. Oh, gut. Weg damit. Nein. Sprung, Sprung, Sprung. Und tschüss. Ah, gerade so nochmal gut gegangen. 24 Sternpunkte, wow.
Das heißt, im nächsten Part werden wir ein Level abhaben. Mama Luigi hat gewonnen. Sehr gut. Oh, deine Gage. Bitte schön und tschüss. Oh, ein Kuchen. Hey Bomber, Totskova hat dir vorhin ein Geschenk von einem Fan mitgebracht. Oh, danke schön. Das Geschenk werden wir im nächsten Part dann an uns nehmen. Bis dahin, viel Spaß noch und tschüss.